genau auf Schulterblatt. Hallo, willkommen, das ist der René Rosser vom Survival Show Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. HDR 50, yeah! Von Walter Home Defense Revolver. Die Heimverteidigung im Kaliber 50. Endlich ist er hier. Ich freue mich richtig. Und du hast jetzt gerade gesehen, da hat meine Frau auf mich geschossen mit der 7,5 Joule Variante. Die erkennt man an diesen kleinen Zeichen hier. 7,5 Joule Variante. Mir tut die Schulter immer noch weh. Die ist für Deutschland. Ja, für Deutschland. Und dann gibt es, und das ist wirklich ein böses Teil, und das wirst du im Zuge des Videos noch sehen, weil da machen wir einige Schusstests, wirklich ein sehr böses. Also die ist absolut ihre 11 Joule. 11 Joule und gleich eines vorweg. Unten findest du den Link in meinen Shop. Ja? Und die 7,5 Joule Variante verschicke ich nach Deutschland. Die 11 Joule Variante nicht. Und egal, auch wenn du sagst, ich bin Österreicher oder Tscheche oder Pole, wenn du in Deutschland sitzt und in einer ich schicke das nicht an eine deutsche Adresse, das 11 Joule Teil. Ich kenne das schon von der SG 68, deswegen sage ich es jetzt gleich. Ich schicke die nicht an eine deutsche Adresse, egal welche Nationalität du bist, sondern nur innerhalb von Österreich. Okay? Und auch nur dann, wenn du über 18 bist. Aber gut, Home Defense, Heimverteidigung. Und der große Vorteil ist, dass die im Standby gehalten werden kann. Sie ist nicht einsatzbereit. Ja? Da kann ich jetzt tun, was ich will. Ja? Erst wenn du auf den roten Knopf hier unten drückst, dann kommt Gasdruck rein, das siehst du dann nachher auch noch alles, das zeige ich dir dann ganz genau. Und dann ist sie einsatzbereit und ich würde sagen, dass wir gleich einmal den ersten Schusstest machen zwischen 7,5 und 11 Joule und zwar auf eine Melone. Für den weiteren Schusstest hier eine Honigmelone, die ist dementsprechend hart, also es ist schon ein ganz schönes Gerät und da schießen wir jetzt mit der 7,5 und mit der 11 Joule HDR mal drauf und sehen, was passiert. Ich habe jetzt die Honigmelone hier hinten eingeklemmt in ein Stück Holz, habe jetzt beide hier, das ist die 7,5 mit dem F und das ist die 11 Joule Variante. Ich beginne jetzt mit der 7,5 Joule Variante hinzuschießen, schauen wir mal. So, ich nehme dich jetzt gleich einmal mit, damit du das anschauen kannst. 7,5 Joule steckt hier an dieser Stelle das Gummikugel drin. So, und jetzt gehen wir wieder retour und schießen mal mit der 11 Joule. Ja, jetzt mit der 11 Joule Variante, selbe Distanz. Ja, zweimal und schauen wir noch. Okay, also ich habe zweimal geschossen, weil ich mir am Anfang gedacht habe, ich habe nicht getroffen. Doch das war der erste war ein Treffer und der zweite auch. Soll das heißen, dass die Kugeln da drin stecken? Also ja, ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, habe mir jetzt ein Messer geholt, da die 7,5 Joule Variante steckt drinnen. Und jetzt bin ich gespannt. Na, echt? Na, bist fertig? Wow! Ja, die steckt drinnen, die ist eingefahren, die ist in die Melone eingefahren. Ist das da unten auch so? Ja, ja, detto. Ich habe mir am Anfang gedacht, ich schieße ja zweites Mal, habe ich nicht getroffen, nicht Dummkopf. Wäre nicht das erste Mal. Schau, die stecken beide drinnen da. Die ist außen stecken geblieben und die sind in die Honigmelone reingefahren. Wahnsinn. Also noch einmal, noch einmal. Das 7,5 bleibt draußen hängen. Das 11 Joule fährt hinein und ja, in Österreich würde man sagen, das ist kein Bämmerl, das heißt, das ist nicht von schlechten Eltern und ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, schreib mal unten einen Kommentar, was du davon hältst. Also echt, echt, das hätte ich nicht erwartet. Das sind jetzt 8 Meter und die Manuela wird gleich mit der 7,5 Variante auf mich schießen. Ich bin ein bisschen nervös. Komm, Schatz, leg los. Genau auf Schulterblatt. So, jetzt werden wir uns anschauen, was das bei mir gemacht hat. Also nur, dass du weißt, ich habe jetzt da so eine schöne dünne Winterjacke, mehr ist das nicht. Also ist zwar warm, aber dünn und hat keine wirkliche Isolationsschicht. Dann eben ein ganz normales, klassisches Hemd, so wie es das gibt, und ein T-Shirt. Und ja, die Geschichte ist, es tut doch immer weh. Jetzt nichts, was ich nicht aushalten würde, aber es hat beim Einschlag wirklich verdammt weh dann. Jetzt schauen wir mal, das muss irgendwo beim Schulterblatt sein. Oh, da irgendwo, da in dem Bereich. Ja. Oh. Boah, also tut wirklich weh die 7,5 Joule Variante.
Ich habe jetzt im Zuge dieses Videos wirklich lang nachgedacht, ob mich die Manuela auch mit der 11. Schulvariante beschießen soll. Wir haben auch darüber diskutiert und ich habe mich dagegen entschieden. Ich bin ganz einfach zu feig dazu. Die 7,5 Schulvariante hat mir auf der Schulter so wehgetan und ich spüre das immer noch, dass ich nicht mit der 11. Schulvariante auch eine aufgebrannt bekommen brauche. Also ich weiß es, dass das die 11. Schul absolut irre ist und auch die Huh macht, ja. Und mir ist das egal, ja. Wenn du mich jetzt als Feigling ansiehst, ist das okay, schreib mir unten einen Kommentar. Ich lade dich aber auch ein, dass du zu mir kommst und ich mit der 11. Schulvariante, muss man Haftungsausschluss vorher unterschreiben, einmal auf dich schieß. Und ja, dann kannst du deine Meinung entweder bestätigen oder auch nicht. Es steht sich für mich einfach nicht dafür. Was ist, wenn ich einen Schuss abkriege irgendwo auf der Wirbelsäule, hier hinten im Genick oder wirklich auf der, oder es splittert intern etwas, also, oder es steckt, nein. Mir reicht das, was ich gesehen habe und was ich jetzt auch noch immer spüre, um zu wissen, dass die 11. Schul absolut bösartig ist und die 7,5 Schulvariante auch nicht von schlechten Eltern. Wir wollen uns mal die Geschwindigkeit der Schussfolge anschauen. Ich habe jetzt hier die gesamte Trommel mit 6 von diesen Gummigeschossen den Markierer geladen. Das sind ungefähr 6 Meter da, dieses grüne Dingsbums, das solltest du auch ganz gut hören. Und jetzt schauen wir mal, wie schnell das geht. Also ich ziehe und dann... Jetzt ist es aus. Das ist leer. Also das geht schon relativ rasch und wenn ich mir vorstelle, dass ich von 6 solchen Geschossen getroffen werde, dann sage ich, wuhaa. Das Stand-by-Prinzip ist sehr, sehr einfach und ja, hier hinten im Griffstück kannst du abschrauben, nimmst eine normale CO2-Kapsel, schiebst sie in dieser Richtung hier ein, ist dann im Griffstück enthalten, dann drehst du den Verschluss drauf und zwar so weit, bis der Anschlag da ist, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und ja, jetzt ist das Teil, ja, es geht noch immer nicht, es ist auch kein Druck drauf und zwar gibt es hier hinten einen Druckanzeiger und es ist jetzt so, das Schlagen da drauf und jetzt ist der Druckanzeiger hier und jetzt kann es losgehen. Das heißt, der große Vorteil ist, die lässt du im Standby und erst dann, wenn du wirklich sagst, okay, ich brauche sie, klopfst du hier hinten drauf, siehst hier durch die Anzeige, dass Druck auf dem Teil ist und dann kann es losgehen. Auch das Nachladen ist sehr einfach. Du nimmst die Trommel, drehst sie um. Das heißt, hier ist vorne. Von vorne werden diese Rubberballs, Pepperballs, Kreide, Markierer, alles, was es halt so gibt, von vorne geladen. Hinten geht das auch gar nicht, weil da ist das Loch etwas enger. Das heißt, wird von vorne geladen. Von da kommt dann der Luftdruck drauf, also das CO2, und schießt dann im Endeffekt... Ja, die Kugel oder was du auch immer halt geladen hast, hier heraus. Ja, und dann ist die Sache wieder einsatzfähig. Es ist ganz einfach, es braucht keinen Kraftaufwand. Also so geht das Laden. Auch insgesamt ist der Ladevorgang sehr einfach. Hier vorne gibt es einen Hebel, den ziehst du nach vor und drückst nach oben. Dann kannst du die Trommel einfach rausdrücken. Es kommt die neue Trommel, die geladene, hinein. Einfach hier nur ganz kurz antippen und dann fährt das automatisch durch einen Federdruck hinein und dann ist... Ja, dieser Markierer wieder einsatzbereit. Die 7,5 Joule und die 11 Joule Variante sind von außen her gleich, außer dass eben bei der 7,5 Joule Variante dieses F-Zeichen eingestanzt ist, dass es in Deutschland eine freie Waffe sozusagen ist. Und sonst gibt es keinen Unterschied. Es gibt von außen keinen Unterschied, von der Bedienung keinen Unterschied, eben nur bei der Leistung. Was mir auffällt, ist, dass bei der 11 Joule Variante natürlich die CO2-Kapsel nicht so viel Schuss abgibt. Ja, da kann ich jetzt 3 Trommeln damit schießen, dann fällt der Druck merklich ab und da kann man ja 5 bis 6, teilweise sogar 7 rausschießen und erst dann wird die Kapsel geringer. Aber sonst von allen Features, allen Funktionalitäten her kein Unterschied. Für die HDA50 gibt es unterschiedliche Munitionsarten. Es gibt Kreide- und Markiermunition, für das ist dieser RAM, dieser Markierer ja auch gedacht. Dann eben die Rubberballs, die du schon gesehen hast. Und es wird in absehbarer Zeit, hoffe ich, Pfefferkugeln geben. Die stehen mir jetzt im Moment nicht zur Verfügung, aber sobald die hier draußen sind, sie sind nirgends lieferbar. Daher, ich bekomme sie natürlich auch als Händler. Und du findest unten den Link auf einen Shop. Und sobald die da sind, am ersten Tag mache ich sofort mit der Manuela einen Test und lass mich beschießen mit diesen Pfefferkugeln.
und werde das Ergebnis ganz exklusiv hier unten auf meinem Shop präsentieren. Da kannst du anschauen, wie effektiv die dann sein werden und welche Vor- und Nachteile bei diesen Dingen entstehen. Gut, ja, das zur Munition und jetzt noch den Abschluss. Ja, ich kriege jetzt immer wieder die Frage und vielleicht fragst du dich das auch, ist das überhaupt sinnvoll, hat das in der Selbstverteidigung seinen Wert und wo ist da der Einsatzgebiet und bringt das was? Und die Frage ist schön, aber die Beantwortung ist unschön. Ich bin kein Verteidigungsexperte, das würde ich nie von mir behaupten, aber ich habe ein bisschen einen Plan und da sage ich dir, die Situationen sind so mannigfaltig und unterschiedlich, dass man kein Patentrezept nennen kann. Das kann dir niemand nennen. Und wenn die einen sagen, immer deeskalieren und, Opfer sein und sagen, komm und ja, nimm alles, ja, dann ist das gut, solange das Gegenüber nichts von dir will, sondern nur, weiß ich nicht, dein Geldbeutel, dein Handy, dann gib alles her und sag, da nimm den Scheiß und schleich dich sozusagen. Ja? Dann ist das okay. Aber es soll ja Situationen geben, wo das Gegenüber nicht nur dein Handy will, sondern etwas von dir will. Und dann ist meiner persönlichen Meinung nach, das ist nur meine persönliche Meinung, Schluss mit lustig und Schluss mit Deeskalation und mit... Sondern dann muss man in eine andere Phase gehen, nämlich in die Phase, ich habe alles versucht, was gegangen ist, um irgendetwas zu tun. Gut, so. Und jetzt kommt dieses Teil hier ins Spiel. Und es gibt ja viele Selbstverteidigungswaffen sozusagen oder Selbstverteidigungsteile. Die Wirkung, besonders bei der 11-Joule-Variante, ist horrend. Bei der 7,5-Joule-Variante möchte ich auch auf kurze Distanz nichts ins Gesicht kriegen. Und das ist sicher gegeben. Und wenn du einem Einzeltäter, der bei dir einbricht, gegenüberstehst, dann kann das sinnvoll sein. Bedenke aber eines, du kannst die Sache wirklich eskalieren dadurch. Das schaut aus wie eine echte Waffe, wie ein Dirty Harry sozusagen. Ja? Und wenn dein Gegenüber auch eine echte Waffe dann hat und sich bedroht fühlt und die dann zielt, dann kannst du mit Gummikugeln oder mit Pfeffer schießen, während dir ja, Blei entgegenkommt. Also das ist so wie, das Sprichwort kennst du vielleicht, wer zu einer Schießerei mit einem Messer geht, hat irgendwie ein Problem und das wäre hier auch so. Wenn dein Gegenüber nichts dabei hat oder einen Prügel, dann kann das vielleicht sinnvoll sein. Wenn dein Gegenüber ein Messer hat, Halleluja, wirklich Halleluja, dann ist die Frage, wie nah ist das? Das kann man nie beantworten. Das kann man nie beantworten. Und was diese Dinge geben, ist einerseits zwei Dinge. Nämlich einerseits, du kannst wirklich Wirkung ins Ziel bringen. Und auf der anderen Seite, es macht dich sicherer. Nämlich da oben. Weil du sagst, ich habe etwas, wo ich auf die Distanz wirken kann. Nicht nur da so ganz knapp, ja, sondern auch schon auf Distanz etwas tun kann, um die Reaktionszeit, meine Reaktionszeit zu erhöhen. Das kann gut gehen, muss es aber nicht. Musst du ganz einfach für dich entscheiden, ob du das willst. Aber wenn du es willst, dann musst du damit auch üben. Es ist nicht damit getan, dass du es dir einfach kaufst, sondern dann musst du das einfach in dein Leben integrieren. Dann musst du damit immer wieder trainieren, damit du auch treffsicher bist. Du musst im Stress damit umgehen können. Das heißt, ganz einfach und auch im Stress treffen können. Das heißt, mach einmal 20 Liegestütze voll und lauf in Runde rauf, dass du das Herz bis darauf, bum, und dann versuch damit zu schießen. Ja, ja, ist jetzt eh nur, ist eh kein Gas drinnen. Also in die Richtung. Dann integrierst du in dein Leben und dann kann es im Ernstfall gut sein. Es kann aber auch schlecht sein, es kann dann niemand beantworten. Echt nicht. Niemand. Wirklich niemand. Und das muss von dir kommen. Was ich dir sagen kann, ist, dass sie funktioniert. Was ich dir sagen kann, ist, dass sie Wirkung hat. Dass es ein solides Produkt ist, auf das du dich verlassen kannst. Das halt einfach funktioniert. Und im schlimmsten Fall kann man es auch noch irgendjemanden am Schädel hauen. Das war's an der Stelle. Ich mag dir um einen Kommentar bitten, um einen Daumen nach oben oder nach unten. Wie siehst du das? Erzähl ganz einfach. Wie siehst du das? Sag's ganz einfach. Und ja, du darfst mich und auch das Teil hier kritisieren. Schreib mir unten einen Kommentar. Du darfst deine Meinung dazu sagen. Würde mich ganz einfach freuen. Unten findest du den Link zum Produkt in meinem Shop. Schau da ganz einfach an. Wie gesagt, 7,5-Joule-Variante schicken wir nach Deutschland, egal welche Staatsbürgerschaft du hast. Du musst uns nur garantieren, also zeigen können, dass du über 18 bist, dann machen wir das. Und die 11-Joule-Variante schicken wir nur innerhalb
Österreich, an eine österreichische Adresse. Und auch da musst du uns klar zeigen, dass du über 18 bist. Dann dürfen wir das von rechtens tun. Bitte, ja, bitte. Ne? Deutsche Adresse 7,5, Österreich 11 Schulvariante, beide über 18. Ich hoffe, ich war deutlich genug. Das war's, unten ein Link zum Produkt. Aber wenn es das erste Mal hier bist, aber andere passende Videos auch. Ich sag danke, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann vom Survival Shop Problemscode. Bis bald, ciao.